Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pink Panther und ich begrüße euch zum Video vom Abo-Treffen in Berlin bei Microsoft. Wir waren ja dort zu Gast, um das Spiel Brasilien gegen Kroatien zu orakeln auf der Xbox One. Zwei aus unserer Community gegen zwei Radiomoderatoren aus Berlin. Der Bubu Pier war auch da und da sind richtig lustige Momente entstanden. Die habe ich für euch jetzt einfach mal zusammengeschnitten. Und danach werde ich dann nochmal das Spiel an sich kommentieren, wo die Tore zusammengeschnitten wurden. Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther. Und wir sind bei Microsoft und wollen ja das WM-Ergebnis orakeln. Und ich suche mir jetzt zwei Spieler aus, die dann gegen die zwei Radiomoderatoren spielen. Vorhin habe ich gegen Bubu Pia gespielt. Komm mal her, der steht da hinten. Und ja, ich bin ja eine Null in Konsolenspielen. Und er konnte das schon ein bisschen besser. Aber nur ein bisschen. Alter, mein Finger war richtig rot. Also, ich spiele auch ziemlich selten an der Konsole. Zum Beispiel mein Kumpel, der hat eine Xbox 360. Ja. Ja. Wenn ich bei ihm bin, zocke ich ein bisschen und das war's auch schon. Also im Battlefield, da fliege ich ja, ne? Mit dem Controller. Aber das ist auch wirklich das Einzige. Aber du bist aber nicht dran gewohnt irgendwie. Und ja, irgendwie ist das so die Bots halt. Verstehst du? Ja, genau. Kennst ja. Bots in COD, ist in FIFA wahrscheinlich. Die sind alle miteinander verwandt. Ja. Von daher. Schauen wir mal, wie die beiden sich schlagen. Du kommst gleich auch noch dran. Du musst auch zocken, das weißt du, ne? Ja. Will ich ja. Musst du unter Beweis stellen, was du kannst. Und dann gehen wir. Du musst wissen, ne, dass du mir nicht so mit deinem kleinen Rücken in der Kamera stehst, weil dann, ne, wenn er so vor der Kamera steht, dann, aber du hast schon, das Hemd passt ja zu diesem ARD, weißt du, wenn du keinen Signalempfang mehr hast, dann hast du auch diese Streifen. Klasse. Also wenn wir irgendwelche Störungen haben, stellst du dich einfach rückwärts hin, ja, genau. Sodass die Streifen dann, entschuldigen Sie für diese technische Störung. Ja, genau. Kriegst du noch so einen Aufkleber hinten drauf. Ah, Barcelona! Kannst du Spanisch sprechen? Nein. Ich auch nicht. Doch, cojones muy grande. Cojones muy grande. Ich kenne einige Menschen, die können Französisch. Voulez-vous coucher avec moi? Aber nicht sprechen. Alter Witz am Rande. Ja, der schimmelt schon, ich weiß es, aber... Irgendwas piept hier. Piepst du? Nein, ich piep. Vielleicht hat da hier jemand einen Vogel oder so. Piep, 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 piep. Komm mal zu mir. Komm mal hier. Es gibt aber auch, sagen wir, ein paar wunderhübsche Sachen, dass man abgelenkt ist. Nachher kann man nämlich mit ihr zusammen Fotos machen lassen. Ich kann schon mal sprechen. Ja, und das kann man zum Beispiel dann auf Facebook posten. Ich meine, ja. Cool, danke dir. So, ich habe jetzt die beiden Spieler. Du bist der? Dennis. Marvin. Marvin? Ja. Und du bist, achso. Genau, so. Und die beiden werden jetzt gleich gegen die Radiomoderatoren spielen. Und ich bin mal echt gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Und was wir für ein Ergebnis orakeln werden. Ich hoffe, auch welches Team nimmt. Werden wir denn sehen. So, von daher sehen wir uns den gleich wieder, wenn wir da hinten sind. Weil das wird nicht hier ausgespielt. Achso, auch noch. In die Mitte. So, jetzt guckt schon mal ran. Und jetzt könnt ihr euch nochmal richtig freuen. Yeah! Sehr schön. Juhu! So, Anpfiff! Nein, es ist natürlich nicht nur der Anpfiff, sondern ich habe einfach mal die ganzen Tore für euch zusammengeschnitten. Rechts oben seht ihr dann auch eine Facecam. Ihr seht den Sven Oswald, den kennt er ja, und die beiden Spieler aus der Community, genauso wie die beiden Radiomoderatoren, wie sie da gegeneinander spielen. Das Ganze habe ich denn mit der Elgato aufgezeichnet, das heißt, da war noch eine Facecam an dem Bildschirm dran geklebt und das Ganze wurde dann ins System eingespeist und ich habe mir das dann oben an dem Regieplatz sozusagen abgenommen und aufgezeichnet. So, und in der Pause hört ihr den Konrad Küchenmeister. Das ist ein Loop-Artist. Also das war total spannend und interessant, ihm zuzuhören. Schaut mal rein.
krass, oder? Was der mit so einer Loop-Station alles so anstellen kann, das ist schon der Hammer. Also wir haben dem einfach irgendwelche Töne ins Mikrofon reingepackt und daraus hat der dann Musik entstehen lassen. War schon eine coole Geschichte. So, im Anschluss seht ihr denn noch einen Fußballartist, wenn man das so sagen kann, der mit dem Fußball halt echt cool umgehen kann. Und wie ich dann die Preise verteile, also ich habe eine Xbox One bekommen und die habe ich dann an meine Community weitergegeben, genauso wie die beiden Spieler, die haben auch was bekommen. Jo, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und wenn ihr mal in Berlin seid, schaut doch einfach mal bei Microsoft Digital eTorry vorbei. Da könnt ihr viele Microsoft-Produkte ausprobieren oder wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Das ist unter den Linden 17. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Wer hat sich von euch entschieden für die Xbox One? Ja. Bitteschön. Dankeschön. Und was zum Lenken. Danke. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr so ich bedanke mich. Sehr erfolgreich gespielt habt. Ach, ich würde mal sagen, wir haben mal wieder aufgeräumt und gezeigt, wer tatsächlich Gaming im Griff hat, oder? Ja. Coole Sache. Von daher, Jungs, so. Dann haben wir Zettel alle da? Steven. Steven. Guck. Steven. Ach, unser Mitspieler Steven. Als Zauberer sind die mich auch schon ganz fair. Wunderbar. Dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich wünsche dir ganz so leicht kann's gehen. Mit FIFA Dankeschön. 14 und die Xbox 360. Dankeschön. Das ist mein. Ja. Komm mal hier zwischen uns. So, genau. So, ich trainiere mich mit aufs Bild. Genau. Steven, herzlichen Glückwunsch. Danke. Schön fleißig weiterüben. Und alle mal in die Kamera lächeln. Ich hab mich gerade.